Motivation für das Spiel war quasi das Variant Filtering, quasi in einer anderen Art und Weise herzuzeigen. Variant Filtering in dem Sinn, dass wir in der Bioinformatik oft Experimente oder Projekte haben, wo man quasi von einem Tumor-Sample quasi die krebsrelevanten Mutationen herausfinden muss, aus einem Heuhaufen an normalen, gutartigen Mutationen. Bei dem Spiel ist es so, dass die Wölfe die bösartigen Mutationen sind und die Schafe die normalen Mutationen. Und das Ziel des Spiels ist es eben quasi, dein Spielfeld an Schafen und Wölfen anhand von Filtern, die es gibt, so weit zu reduzieren, dass du nur noch mehr mit Wölfen am Spielfeld übrig bleibst. Man startet mit einem Spielfeld an Wölfen und Schafen. Ich glaube, so circa 30 Schafe und 2-3 Wölfe sind meistens so die Größenordnungen. Und einem uneingestellten Set an Filtern, nämlich eben Farbe, Boshaftigkeit und Gewicht. Und eben anhand von diesen Filtereinstellungen, die dann eben quasi harmonieren müssen, kann man dann eben es schaffen, nur mit Wölfen übrig zu bleiben am Spielfeld, und somit hat man dann auch das Spiel gewonnen. Die Schwierigkeit ist eben das, dass Wölfe und Schafe bei diesen drei Kategorien nicht klar voneinander getrennt werden können. Und genauso ist es eben auch beim echten Variant Filtering, dass es eben keine Standardmethode gibt, keine Methode, die immer funktioniert, um hundertprozentig sicher sein zu können, dass man mit so einer Einstellung bösartige Mutationen von gutartigen unterscheiden wird.